Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Zompiercer. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, wir sind immer noch in dem Tunnel des Grauens. Wir wollen heute mal schauen, ob wir vielleicht Licht am Ende des Tunnels finden. Wäre ja wirklich mal schön, zumal ich mich frage, wie das mit dem Zug hier weitergehen soll. Aber gut, wir schauen jetzt erstmal hier eine Runde. Da hinten war ziemlicher Radau, wir gehen mal hier weiter. Wie gesagt, das mit dem Licht ist hier unten auch ein bisschen schwierig. Aber ich will ja nicht jammern. Was ist das hier? Ah ja, die Gegensprechanlage. Wir waren hier drin, ne? Zuletzt. Ah ja. Okay. Tunnelmap. Ja. Ja. Ist ja klar, wo wir hin müssen. Grounded Floor, First Floor, Second Floor. Ich bin jetzt da. Ach du Scheiße, okay. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Okay. Ah ja. Funktionierte wohl nix. Schade, so. Mal kurz hier gucken. Okay. Oh, super. Ja, Jungs. Hallo. Ja, das mit der Taschenlampe und der Waffe. Da müssen wir uns wirklich was überlegen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir ja auch was in der Stadt verpasst, aber... Wir werden es auch so hinkriegen. Ich bin mir ganz sicher. So, ich habe Durst. Ja, das machen wir gleich. Ah, na toll. Ach, lauf doch. So. Schnell was trinken, bevor die Freunde kommen. Ach komm. Komm ins Licht. Autschi. Au. Oh, das ist ein bisschen fies hier mit dem Stein, hä? Huh? Gleich mal gucken, ob der Zug Licht hat. Man hat mir doch den Hinweis gegeben, dass der Zug scheinbar doch einen Lichtschalter hat. Bin mal gespannt. Was ist das? Horn? Scheinwerfer. Ah, nehmen wir den so lang. Ja, wer lesen kann, ist echt im Vorteil. Ah, ja, ist besser so, hm? Okay, Schmerzmittel habe ich keine einstecken, war ja klar. Wie soll es anders sein? Dann holen wir die fix. Jetzt haben wir die natürlich herausgenommen. Nicht so schlimm. So. Dann
Dann nehmen wir uns mal 3 Stück mit. Eins hauen wir uns rein. Dann schmeißen wir gleich das Zeug hier noch raus, weil wir eh schon mal hier sind. So, das und das natürlich. Und Holz. Holz, nein, nein, ja. Tuch, so. Muni, da schmeißen wir auch die mal raus. Den Rest könnten wir eigentlich mitnehmen, wir haben ein bisschen Hunger. Hauen wir uns mal eine Dose rein. Vielleicht noch ein bisschen Töfkins. Wie spät haben wir es eigentlich? 18.11 Uhr. Ja, hier in dem Tunnel verliert man völlig das Gefühl für Tag und Nacht. Das ist echt fies. So, jetzt holen wir noch den einen Kumpel da. Der da am A der Welt war. Oh, der war gar nicht mehr so am A der Welt. Sehr gut. Du, Wiesling. Ja, das kriegst du jetzt zurück. So. Ja, man erschreckt sich dann doch ab und an. Das ist echt cool. Warum haben die alle Munition in ihrem Spind rumliegen, frage ich mich. Ah, merkwürdig. Gut für uns, aber merkwürdig. Okay. Na, das war doch erfolgreich. Dann gehen wir mal weiter. Das ist ja auch übel. Gut. Ah, diese Atmosphäre hier unten ist aber auch echt fies. Gut, haben wir das. Jetzt müssen wir das für den Krach machen, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier auf der anderen Seite. Ja. Da geht's irgendwo hin. Ja, das war ja klar. Auf die habe ich ja ganz viel Lust. Ich bin heilfroh um die Schusswaffen, muss ich sagen. Oh nein, echt jetzt? Manchmal, gell? Augen auf, Augen auf. Ich sag das jetzt eigentlich mal nix. Egal, was ich jetzt sage, besser wird's nicht. Oh Mann. Okay. Auch trägt mir mal was.
Was natürlich fies ist, dass man beim Laufen. Das ist natürlich auch fies. Ist die Taschenlampe natürlich schon besser. Aber egal. Lieber mit der gezückten Waffe und ein bisschen Licht, als mit der Taschenlampe ohne Waffe irgendwo hinrennen, wo man wieder Licht hat. So. Das Schöne ist ja, man lernt nie aus. An der Stelle natürlich auch Dankeschön für den Tippgeber mit dem Licht am Zug. Ich weiß auch nicht, aber ich habe irgendwie den Knopf gar nicht im Blick gehabt. Was dem Grunde nach jetzt nicht so schlimm ist. Dafür habe ich euch. So. Ja, man merkt schon, ich rede viel weniger, aber das liegt wirklich an der Spannung. Ich bin nämlich gar nicht so ein Horrorspielfreund und ich finde, das hier ist jetzt noch nicht Horror-like, aber allein die Atmosphäre ist schon echt gut gemacht und ein bisschen auf. Oh nee, echt jetzt. Ja, entspann dich. Komm mal mit. Dich muss ich leider ans Licht zerren, mein Freund. Weil das mit dem Schild ist ein bisschen suboptimal für uns beide. Komm, beeil dich mal. Wird zufällig eine Handgranate gefunden? Leider nicht. Oh, eine Notiz haben wir aber gefunden. Da müssen wir gleich mal gucken. Komm. Hopp, hopp. Wir haben noch keine Zeit. Komm, gib Gas. Oh Gott, den hier so im Halbdunkel zu machen, das ist ja auch ätzend. Ja, ich weiß, falsche Richtung. Ach, sag mal. Das war so klar. Hey, das ist ein blödes Spiel, Freund. Ach, heute ist das Timing nicht so brillant. Du bereitest mir Kummer, mein Freund. So. Einmal schnell gucken wollen wir aber noch, würde ich behaupten. Ja, wirklich wundervoll hier so ein Tunnellabyrinth. Like it. Also wenn man sich hier unten nicht verläuft, weiß ich aber auch nicht. Das war da ums Eck. Oh, schön. Okay.
Das war auch eher schlecht als rechts. Ja? Komm, komm ins Licht. Da können wir ein bisschen Spaß haben, wir beide. Schaffst du es noch, oder? Ah, das Spiel mit dem Stein hatten wir schon, danke. Was hat er davon? Selber Schuld. Also wenn die hier gelebt haben, ich weiß ja nicht, aber unter schöner Wohnfeld ist hier nicht. Sagen, wir gehen erstmal auf der Seite hier weiter. Na ja, klar. Kann man durchs Gitter schießen? Nein. Hey, die macht überall Flecken an der Wand. Na super, wie sieht denn das aus? Toll, das muss ich auch noch hier streichen, oder was? Weiter geht's. Ah, super. Tja, siehst du mal, das kann ich auch im Dunkeln. Treffer. Oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wir haben ja gar keine Muni mehr für die Shotgun. Ja, so kann man sich auch umbringen. Oh, wo kommt der her? Den habe ich nicht auf der Agenda gehabt. Alter Scheiße. Ich war doch hier eben schon. Bin ich an denen vorbeigelaufen? Kann ja fast nicht sein, hey.
Ja, der kriegt jetzt richtig. Oh, der steckt aber ein, hey. Alter Scheiß. Kommst du? Ja, ich weiß. Ohne Arme ist alles schwieriger. Krasser Typ, komm. Also du bist heute der Held des Tages, komm. Komm, immer dem Licht nach. Ja, trau dich. Jo, ich weiß, ist ätzend ohne Arme. Schön, wie sie einen immer noch versuchen zu schlagen, finde ich. Ja, komm. Gib's mir. Ja. Hat irgendwie ein bisschen was von Ritter der Kokosnuss. Gut. Ja, spannend. So, ich sehe gerade meine Energie. Das heißt, ein Stündchen, zwei, drei schlafen wäre auf jeden Fall gut. Wir könnten auch mal gucken. Das machen wir noch fix zusammen. Ob die Kartoffelpflanzen vielleicht schon reif sind. So, oh ja. Wunderbar. Den nehmen wir noch mit. Und wie immer pflanzen wir gleich ein paar neue. Da und da und da. Gut. Ah, Essen ist hier. Ja, ich muss mich selber noch ein bisschen an die Sortierung gewöhnen hier. Wahnsinn. So. Töpfchen haben wir mal ein paar. Wir stecken uns schon mal was zu essen ein. Oh, wir werden gleich müde. So, machen wir mal hier die Türen zu. Dann, ja, bedanke ich mich bei euch natürlich fürs Zuschauen und wünsche natürlich noch weiter eine tolle Woche und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Bis dann. Ciao.